Normalerweise freuen sich Fußballer, wenn sie im Regen spielen dürfen. Der Ball läuft schneller, das Grätschen macht mehr Spaß und für Abkühlung ist auch noch gesorgt. Auf den letzten Punkt sollten sich die Italiener im tropischen Nordosten aber nicht einstellen. Im entscheidenden dritten Spiel gegen Uruguay müssen sie in der Mittagshitze ran, gerade zum Ärger der älteren Fraktion. Wir haben hier quasi zwei Weltmeisterschaften, eine im Norden, eine im Süden und das sieht man den Spielen im Fernsehen auch an. Schon gegen Costa Rica musste Italien im Norden mit extremen Bedingungen klarkommen und zeigte eine erschreckend schwache Leistung. Konsequenz eine Niederlage und nun das Entscheidungsspiel gegen Uruguay. Ein Punkt würde reichen, aber darauf möchte sich kein Trainer der Welt verlassen. Ich kann auch nicht mal an ein Unentschieden denken. Sollten wir Remis spielen, dann wegen eines guten Gleichgewichts. Aber ich möchte die Mannschaft nicht leiden sehen. Sollten wir in Rückstand geraten, müssen wir sofort gute Gegenangriffe starten. Gut möglich, dass Italien zumindest ein Tor schießen muss. Nicht zuletzt deshalb fordert die italienische Presse den Neu-Dortmunder Ciro Immobile neben Mario Balotelli.